Du, Hanna, ich hätte da mal eine Frage. Also, weil du dir jetzt dein Bein gebrochen hast, muss ich jetzt nett zu dir sein eigentlich? Gute Frage, Julian. Also ab und zu solltest du mir vielleicht helfen, aber ach, zu nett sein brauchst du auch nicht. Naja, gut, okay. Ab und zu bin ich dann vielleicht mal ein bisschen netter. Also, ich finde eigentlich, ich bin ziemlich nett, aber gewöhne dich nicht dran. Nee, das mache ich nicht. Julian und nett, das wäre schon ein bisschen ungewöhnlich. Den würde ich überhaupt nicht wiedererkennen. Eilmeldung hier aus dem Playmobil City Freibad. Das Sprungturnier ist abgesagt. Was? Hey, Papa, mach mal lauter! Das Sprungturnier ist abgesagt! Wie? Ja, Julian, es gibt wohl anscheinend da irgendwie Probleme mit dem Aquapark und mit dem Freibad. Ja, das sollte doch diesmal im Freibad stattfinden. Und was ist da los vom 3-Meter-Sprungbrett? Was ist denn da los? Hey, mach mal lauter! Ich begrüße Sie hier live aus dem Playmobil City Freibad und ja, leider eine traurige Neuigkeit. Das Sprungturnier kann nicht stattfinden, weil das Wasser leider umgeschlagen ist. Also es ist total verdreckt. So, wir haben jetzt hier die Bademeisterin. Können Sie uns dazu noch etwas Genaueres sagen? Ja, also ich als Vorsitzende hier vom Rettungsschwimmverein und als Inhaberin von diesem Freibad kann das leider nicht freigeben. Also das Wasser, da kann keiner rein. Also das ist gesundheitsschädlich. Oh ja, Sie haben es leider gehört. Also nochmal, das Sprungturnier ist leider abgesagt. Papa, hast du das gehört? Oh, dabei wollte ich doch wieder Erster werden. Oh Mann, ich muss doch meinen Titel verteidigen. Julian, freu dich doch, dann bist du noch länger hier der beste Springer in Playmobil City. Also ich verstehe nicht dein Problem. Papa, nein! Oh, diesmal geht's um 3 Meter, nicht 10 Meter. Also da hat man viel weniger Zeit und man muss viel besser springen. Was ist denn hier los? Ich höre hier so Geschrei. Julian! Hast du es noch gar nicht mitbekommen? Das Sprungturnier ist abgesagt! Was? Also, das finde ich gut. Was? Ja, Wieso? ich kann doch nicht mitmachen mit meinem gebrochenen Bein. Boah, Hanna, echt? War klar, dass du dich wieder darüber freust. Weißt du was? Ich bin nicht nett zu dir. Vielleicht. Mal schauen. Aber so nicht. Das Sprungturnier ist abgesagt. Julian, beruhig dich doch. Also, ich weiß, du bist traurig darüber, aber freu dich doch vielleicht. Also, dann bist du noch länger bekannt. Papa, du hast gar keinen Sportsgeist. Man muss doch seinen Titel verteidigen und nicht einfach sich darauf ausruhen. Oh Mann! Oh Mann, Julian tut mir doch ein Oh bisschen leid. Mann, Er ist echt betrübt. traurig! Aber es kann nun mal nicht stattfinden. Obwohl, wenn ich das hier so sehe, wir haben doch auch einen Pool. Kann das nicht hier stattfinden? Oh, muah. Hanna, du bist die Beste, Julian! du bist die Beste. Hör Papa, auf, dass mich ich hier zu küssen! stattfinden, ja, ist ja schon gut. Papa, wir könnten doch ein Sprungturnier hier veranstalten. Wir haben doch einen Pool und da ist auch sauberes Wasser drin. Julian, ja, hier ist sauber, aber wir haben gar kein Sprungbrett und so. Ich verstehe gar nicht, wie das überhaupt klappen soll. Nee, das kannst du vergessen. Und deine Mutter ist nicht da. Wenn sie das mitbekommt, kriege ich sowas von Ärger. Aber Papa, unser Haus würde dann ins Fernsehen kommen. Stimmt, da hast du recht. Fernsehen, ja, also ich wollte schon immer mal ins Fernsehen. Papa, ruf doch da vielleicht mal an. Vielleicht klappt das ja. Oh yes, das Sprungturnier findet bestimmt dann hier statt. Papa, los, komm schon! Ja, hallo? Sprech mit der Bademeister? Ja, sehr gut. Hier Martin Vogel. Ja, es geht um folgendes um das Sprungturnier. Also ich hätte da einen Vorschlag. Oh Mann, Hanna, wenn das klappen würde, das wäre Oh sowas Mann, oh von Mann. cool. Ja, also ich würde da vielleicht den Onkel Stefan würde ich damit beauftragen. Der könnte ja hier so ein Dreier aufbauen. So ein Sprungbrettturm. So ein Sprungturm. Ja, genau. Ja, kriegen wir hin. Ja, wirklich? Und Papa, Und sag Papa, schon! sag schon, klappt das? Tja, also sie war begeistert. Sie hat gesagt, auf jeden Fall. Also das nächste Sprungturnier findet hier bei uns bei den Vogels statt. Also hier bei uns. Willkommen bei den Playmobil News. Wie Sie es bereits mitbekommen haben in den letzten Tagen, wird das Sprungturnier doch stattfinden, und zwar bei Familie Vogel. Oh, Herr Vogel, wirklich vielen, vielen Dank, dass Sie dieses Turnier hier bei sich stattfinden lassen und dass Sie Ihr Haus zur Ja, Verfügung überhaupt stellen kein und Ihren Problem. Pool. Danke, 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 Das Fernsehen danke, ist doch auch danke. da, oder? Ja, das Fernsehen ist auch da. Ja, dann mache ich das doch gerne. Also überhaupt kein Problem. Hauptsache, meine Frau erfährt nichts davon. Wobei, wenn sie bei der Kur auch ein Fernsehen hat. Na, egal. Ich hoffe mal, sie bekommt nichts mit. Und es ist ja auch schon proppevoll. Die gesamte Luxusvilla ist voll mit Teilnehmern und Besuchern. Jung und alt kommen hier heute zusammen. Alle haben sich versammelt für das große Sprungturnier und es wurde sogar ein großes 3-Meter-Brett aufgebaut. Dafür vielen Dank an Onkel Stefan. Und wie Sie sehen, haben wir auch einen leckeren Hotdog- und Burgerstand. Also alle Leute sind versorgt. Es wird eine tolle Veranstaltung. Hey Hanna, also ich habe Hey gehört, du bist Philipp! heute die Jury, stimmt das? Ja, das stimmt. Aber weißt du was, auch wenn ich dich kenne und auch wenn wir Freunde sind, ich kann dir keine Bonuspunkte geben. Das kannst du dir schon mal abschminken. Nils, also wirklich, es kann nicht wieder ein Familie Vogel-Mitglied gewinnen. Unsere Ehre steht auf dem Spiel. Also, du weißt Bescheid? Mutter, natürlich weiß ich Bescheid. Also, als ob ich will, dass dieser Julian Vogel wieder gewinnt. Und ich meine, Auf keinen Fall! das Preisgeld müssen wir natürlich einsacken. Und Julian, erzähl mal, was hast du denn heute so geplant? Was für einen Loop wirst du denn heute vom 3-Meter-Brett bringen? Ja, Steve, das kann ich dir doch noch nicht sagen. Lass dich überraschen. Das wird richtig cool. Ich habe mir da was ausgedacht.
Oh, mein Junge, sei einfach ein bisschen nur vorsichtig, mehr nicht. Also, ich drück dir aber die Daumen. Danke, Opa. Bin mal gespannt, was für Teilnehmer heute noch da sind. Ich glaube, Nils, der macht auch mit. Naja, Herr Vogel, also es kann dann losgehen. Ich werde mal meinen Platz gehen. Herzlich willkommen zum zweiten Sprungturnier hier in Playmobil City. Also vielen Dank nochmal an Familie Vogel. Die haben uns heute hier die Luxusvilla zur Verfügung gestellt. Alle Teilnehmer sollten sich jetzt mal langsam bereit machen. Oh Mann, langsam werde ich richtig nervös. Sag mal, Nils, machst du jetzt auch mit hier heute beim Sprungturnier? Was ist das denn für eine Frage? Ja, natürlich. Und ich werde selbstverständlich Erster. Und heute werde ich nicht die Punktevergabe übernehmen, sondern dafür habe ich jemand anders ausgewählt. Die Hanna Vogel ist heute die Jury. Hey Leute! So, dann kann es ja losgehen. Also, wie ihr wisst, heute vom 3-Meter-Brett. Los geht's! Oh, sehr aufregend. Also, alle Teilnehmer stehen jetzt bereit. Das Turnier geht gleich los. Auch der Titelverteidiger Julian Vogel ist dabei. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und wir hoffen mal, dass kein Unfall passiert. So, der Erste kommt jetzt bitte nach oben. Okay, Philipp, konzentrier dich. Das schaffst du. Das hast du doch so oft geübt diesen Sommer. Aber ich muss sagen, auch der Dreier ist ziemlich hoch. Kriegst du hin. Oh Mann, Philipp ist der Erste. Da bin ich ja echt gespannt. Philipp, du kannst jetzt. Okay. Also ich werde jetzt auf jeden Fall ein Rückwärtssalto hier machen. Okay, 3, 2, 1 und... Ah! Oh, der junge Philipp macht einen Rückwärtssalto. Super, hoffentlich gelingt ihm auch die Landung. Oh, super eingetaucht. Oh Mann, das war gar nicht so schlecht. Also von mir hätte er jetzt eine gute Punktzahl bekommen. Also ich gebe 8 von 10 Punkten. Das war echt stark, Philipp. Oh yes, klasse. Also ich wollte mindestens 7. 8 habe ich geschafft. Oh klasse, aber die Landung hätte ein bisschen besser sein können. Also ich möchte einfach nur dabei sein. Und die ganzen Schwimmbäder haben ja schon zu. Und das ist meine letzte Chance, nochmal in den Pool zu kommen. Oh, und da fällt mir ein, ich bin noch nie vom 3-Meter-Brett gesprungen. Upsi. Renate, du schaffst das schon. Und los. Juppie. Oh, und ich sehe hier einen relativ unspektakulären Sprung. Also sie springt einfach mit den Füßen zuerst ins Wasser. Das war's gemacht. Und das Wasser ist so nass. Naja, also wir haben schon bessere Sprünge gesehen, aber zumindest war das Eintauchen sauber. Wie viele Punkte wird das wohl geben? Also das war ja nichts ganz Besonderes. Ich gebe 4 Punkte, aber auch nur, weil das Eintauchen ins Wasser wirklich sauber war. Das ist mir egal. Kann ich jetzt noch ein bisschen im Wasser bleiben und ein paar Bahnen ziehen? Wann kommt denn die Kamera mal endlich nach oben? Ich dachte, die wollten ein Interview mit mir. Toll, Julian, vielen Dank. Oh Mann, ich glaube, ich möchte doch nicht. Das ist mir viel zu hoch. Hey, du da, sag mal, wo möchtest du denn hin? Du bist doch als Nächstes. Hey, stehen geblieben, bleib hier. Das ist doch nur das 3-Meter-Brett, das schaffst du. Okay, ja gut, ich nehme mal all meinen Mut zusammen. Und mir kann echt nichts passieren, wenn ich jetzt hier runterspringe? Nein, alles gut. Spring, ich bin doch auch hier. Mach dir keine Sorgen, du bist schneller unten, als du denkst. Ich glaube, ich traue mich nur im Sitzen. Ja, genau. Ich setze mich hin. Wow! Oh Mann, habt ihr das gesehen? Ja. Ich bin vom 3-Meter-Brett gesprungen. Du bist im Sitzen gesprungen, ne? Ja, genau. Also ich würde sagen, dafür gibt es 5 Punkte. Also ich finde, das mit dem Sitzen war mal eine ganz neue Idee. Und die Landung war auch sauber. Puh, oh klasse. Das sieht echt gut aus. Ich habe echt die Chance, hier Erster zu werden heute. So, dann lass mal den Bademeister ran. Willst du nicht vielleicht erstmal die Pommes aufessen? Und normalerweise muss man da doch ein bisschen warten. Okay, ich mach das auch nicht immer, aber du als Bademeister solltest das ja nicht besser wissen. Manni, du machst mit und Moment natürlich. Mal, mit der Pommes? Was soll das denn? Tja, ist ein neuer Sprung von mir. Ist der Pommes-Sprung. Pommes rot-weiß. Moment, Pommes im Pool, das ist doch eigentlich verboten. Tja, das darfst du nicht. Ich brauch einen Bademeister und jetzt geht's ab. Oh Mann, ich glaube, das ist nicht regelkonform. Also, der springt gerade mit Pommes in den Pool. Vorsicht da unten, hier kommt Mr. Pommes! Ah, perfekt. Oh, wo sind denn jetzt meine Pommes hin? Och, ist das eklig. Kann mal jemand die Pommes da wieder rausholen? Die schwimmen überall da im Wasser. Oh. Naja, der Sprung war gar nicht so schlecht, aber mit Pommes? Das war echt eine blöde Idee. 3 Punkte. Und da unten sind noch Pommes im Pool. Kann die mal jemand rausholen? Oh Mann, ich wusste nicht, dass die Pommes so nass werden. Naja gut, dann bin ich halt nicht Mr. Pommes. So, Julian, also an deiner Stelle würde ich erst gar nicht springen. Ich gewinne jetzt sowieso. Ich hole mir die 10 Punkte und das war's. Na, da bin ich mal gespannt. Der Nils, der hat bestimmt auch gut drauf. Los, Nils, du weißt, du musst Erster werden. Los. Also ich werde jetzt mit dem Handstand hier reinspringen und... Au, mein Rücken. Au, mein Bauchklatscher, das sah wirklich gar nicht gut aus. Alles in Ordnung da unten? Nils? Oh, Nils, also das war trotzdem ein guter Sprung, aber das hatten wir eigentlich anders geübt. Aber ja, gut gemacht. Tut mir wirklich leid, aber das sind nur 4 Punkte. Also, der Bauchklatscher sah gar nicht gut aus und der Handstand hat oben auch nicht geklappt. Also, sorry, Tante Maren.
Also Hanna Vogel, du manipulierst das hier alles. Nils hätte 10 Punkte bekommen müssen. Also so geht das nicht. Was erzählt denn die alte Frau da? 10 Punkte niemals. Ich hätte höchstens 2 gegeben. Das sah gar nicht gut aus. Ja, würde ich sagen. Also maximal 3 Punkte. Also hier sind wirklich nur Laien. Ihr habt gar keine Ahnung. Null Ahnung. Nils, kommst du? Oh, mein Bauch, der ist ganz rot. Kann mir jemand eine Salbe bringen? So, damit ist jetzt nur noch unser amtierender Titelverteidiger Julian Vogel da und wir schauen mal, was der heute im Petto hat. Jetzt bin ich ein bisschen nervös, ich bin jetzt wirklich dran. Das ist mein Enkel, Julian! Los, komm schon, Julian, das schaffst du! Los, 10 Punkte für Julian! Hallo, die Kamera vielleicht mal einmal zu mir. Hallo, das ist mein Sohn. Ach, Julian, da bist du ja. Also, wie du gesehen hast, ist bisher nur Philipp ein großer Konkurrent von dir. Mal schauen, was du so vorhast. Also, ich habe mir da was überlegt. Ich hoffe nur, dass es klappt. Und das sind nur 3 Meter. Beim letzten Mal waren es 10 Meter, da hatte ich mehr Zeit, aber da war es ja nicht so hoch. Krieg das hin, Julian. Das ist dein Pool, dein Zuhause. Na, Julian, ich glaube, es wird ziemlich schwierig, Philipps Sprung zu toppen, aber du schaffst das schon. Alles Gute. Ich bin gespannt. Ich glaube, mein Sprung kann ich schon. Was macht er denn da? So, das wird Julians One-Hander. Ich werde jetzt auf einem Arm hier einen Handstand machen und dann reinspringen mit einem zweifachen Salto. Oh Mann, sowas kennen wir sonst nur von Olympia. Der junge Mann macht einen Handstand auf einem Arm und einen zweifachen Salto. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, er kriegt's ja sogar hin. Oh nein. Hier kommt Julian. Oh, da ist der zweite Salto. Jetzt muss ihm nur noch das Eintauchen gelingen. Perfekter Sprung. Sowas hat Playmobil City noch nie gesehen. Also, es tut mir leid, aber ich muss jetzt Partei ergreifen. Wenn dieser junge Mann nicht 10 Punkte bekommt, dann werde ich aufhören mit meinem Job. Das war einfach toll. Oh Mann, also, ich bin wirklich beeindruckt. Wie hat er das denn geschafft? Das war der perfekte Sprung. Also, wenn der dafür nicht 10 Punkte bekommt, bin zwar nicht die Jury, aber, also, ich bin gespannt. Eigentlich wollte ich meinem Bruder keine hohe Punktzahl geben, weil der immer nervt. Aber ich muss einfach 10 Punkte geben. Yeah, das war super. Julian, du hast gewonnen. Yeah, oh Mann, klasse, ich hab gewonnen. Hey, das war ja richtig heftig. Sag mal, kannst du mir vielleicht diesen Sprung mal beibringen? Also Glückwunsch, du hast natürlich verdient. Ja klar, kann ich dir zeigen, aber ich sag dir, es ist ziemlich schwierig, ich habe lange dafür geübt. Ja, das war unser zweites Sprungturnier hier in Playmobil City und Julian Vogel hat gewonnen. Ein verdienter Sieg für Julian Vogel und ich glaube, den jungen Mann werden wir noch bei Olympia sehen. Also, bis zum nächsten Mal. Wie, Kamera schon aus? Oh, toll, super. Naja, Julian, Glückwunsch. Danke, Papa. Und vielleicht gewinne ich ja beim dritten Sprungturnier wieder. Hoffentlich.